In der heutigen Fraktionssitzung wird die Bundesverteidigungsministerin das Gutachten vorstellen und auch die Konsequenzen, die sie daraus ziehen will. Ursula von der Leyen geht konsequent daran, die Probleme der Bundeswehr anzupacken. Sie selber und auch ihre Vorgänger haben die ersten Dinge auf den Weg gebracht. Und deswegen geht es überhaupt nicht, der jetzigen Verteidigungsministerin Verantwortung zuzuschieben für das, was in der Vergangenheit war. Aber was jetzt kommt, das weiß Ursula von der Leyen auch, dafür trägt sie die Verantwortung. Und da hat sie auch unsere ganze Unterstützung. Thomas de Maizière wird heute in der Fraktion einen Bericht abgeben, was getan werden kann, um junge Menschen daran zu hindern, in den Krieg in Syrien und im Irak und jetzt auch an die Grenze in der Türkei zu gehen. Wir werden mit ihm darüber diskutieren, was wir tun können, um diejenigen, die wieder zurückkommen, auch gleich dingfest machen zu können. Es ist ein beklemmender Vorgang, wenn wir sehen, wie an der türkisch-syrischen Grenze die IS immer mehr vorrückt. Und man muss sich wirklich fragen, wird alles getan, um diese Leute zu bekämpfen? Hier handelt es sich schon lange nicht mehr um eine regionale Auseinandersetzung, sondern hier handelt es sich um eine weltweite Bedrohung. Und da muss die internationale Staatengemeinschaft doch zu einer Entscheidung kommen, diese Leute zu bekämpfen. Das allein wird aber nicht ausreichen, sondern wir müssen noch viel mehr für die Flüchtlinge tun. Ich habe vorhin mit Rupert Neudeck telefoniert, der mir berichtet, dass noch immer die Koordination der UNO in Kurdistan, vor allem im Bereich Dohuk, nicht funktioniert. Da werde ich mich auch persönlich noch einmal drum kümmern. Das geht auf gar keinen Fall, dass Geld vorhanden ist, aber es an der Organisationsstruktur scheitert. Wir werden heute auch beschließen, dass wir den Artikel 91 im Grundgesetz ändern wollen und damit auch eine Möglichkeit schaffen, dass der Bund mit seinen Mitteln den Ländern bei der Hochschule helfen kann. Wir werden darüber hinaus auch beschließen, dass wir das BAföG ganz auf den Bund übernehmen. Damit haben die Länder zusätzliche Milliardenbeträge frei. Vereinbart war, dass die Länder dieses Geld für Schule und Hochschule einsetzen. Wir müssen alles tun, um Fachkräfte auszubilden. Das ist auch für die Wirtschaft das zentrale Thema. Die zentrale Wachstumsfrage: bekommen wir ausreichend qualifizierte junge Menschen? Und da muss ich sagen, bin ich doch schon einigermaßen überrascht, dass es Bundesländer gibt, die erklären, sie werden das frei gewordene Geld nicht für Schule und Hochschule einsetzen, sondern für andere Dinge. Da kann ich nur sagen, müssen die Landtage vor Ort richtig mal Druck machen. Es geht nicht, dass man ständig beklagt, nicht genügend Fachkräfte zu haben, dann das Geld, das der Bund dafür zur Verfügung stellt, um die auszubilden, in alles andere steckt, nur nicht in die vereinbarte gemeinsame Aufgabe. Danke.